Das könnte meine liebe Pistole sein. Wisst ihr was, ich gehe jetzt trotzdem nochmal zurück. Also irgendwo müssen ja hier Wanzen sein. Es kann ja nicht sein, dass es hier überhaupt keine gibt. Es ist auch immer so hell wie hier. Ist hier? Nein, hier ist tatsächlich nichts. Oh. Das war das erste Mikro. Es bleiben noch 5 übrig, Sam. Schon dabei. Das war das erste. Okay. Speichern. Hier komme ich ja her. Vielleicht gab es ja hier auch irgendwo Mikrofone. So, dann muss ich jetzt immer noch diesen Wandteppichen suchen. Ah, da ist der Kriechtunnel. Laute Musik. Das ist gut so, denn dann ist nicht so auffällig. Ich kann leider keine andere Musik anmachen. Naja, komm schon, Sam. Gibt es hier irgendwo Mikrofone? Nee, irgendwo. Schnell jetzt hier durch. Dann sprinten wir jetzt mal eine Runde. Ab in den Kriechtunnel. Und wieder raus da. Zu den beiden Kollegas hier. In der dunklen Ecke. Ach nee, der liegt mir hier eindeutig zu hell. Der muss woanders hin. Ich glaube, ich würde jetzt einfach vorsichtshalber hier ein bisschen Licht ausknipsen. Sonst lösen die am Ende noch Alarm aus. Das wollen wir ja nicht. So, ich denke, jetzt ist es aber schön dunkel hier. Wo ist der Vorhang? Da ist der Vorhang. Ja, so liegen die Jungs perfekt. Perfekt gebettet. So, und erstmal wieder ein notorisches Quicksave, so wie ich das gehört. Boah. Ist aber auch immer so hell hier. Da wieder was. Boah, über diese Wandteppiche. Sind wohl auch irgendwo Zivilisten hier. Ja, die sind hier überall. Ich werde die Viecher einfach nicht los. Ist hier wie im Insektenzoo. Ich meinte Mikrofone, du Schwachkopf. Oh, nun, ich habe mich ein wenig umgesehen, aber nichts gefunden. Ein wenig? Was soll das heißen? Wo hast du nachgesehen? Auf den Tischen und so. Du hast auf den Tischen nach Abhörmikrofonen gesucht? Ja, und hast du welche gefunden? Nein. Lass gut sein. Ich suche selber danach. Okay. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Hm, was da so komisch leuchtet, könnte eine Wanze sein. So, aber hier laufen ja echt nur Schwachköpfe rum. Komm, jetzt gehst du da schön in die Ecke. Und da bleibst du auch. Während ich mich um deinen netten Kollegen kümmere. Boah, ist aber auch echt hell hier. Mist.
Mist. So. Ah, da ist eine Wanze. Gut. So, der ist jetzt irgendwie... So, ist der da gerade am Pinkeln, oder? Tja, das war's dann. Ah, der war am Kacken. Geht. Ah, das war dann seine letzte Tat. Bringen wir ihn zu seinem Kollegen hier vorne. Komm, Sam, mach schneller. Ich weiß, der Typ ist fett, aber mach schneller. Tu mir den Gefallen. Danke. Immer trotzdem vorsichtig sein, man will ja keine Geräusche machen. Hier, dann schieben wir wieder zu. Ups, nee, ich wollte eigentlich zumachen. Und hier auch. Sam natürlich erst, wenn du drin bist, aber dann gehen wir halt hier lang. Am besten macht man es immer zu, denn sonst wird man schneller entdeckt, weil die dann meinen, ist ja komisch hier. So, da haben wir auch alles abgegrast. Was haben wir hier? Das andere Ende vom Kriechtunnel und ein Medikit. Oh. Da kommt doch jetzt nicht etwa einer. Du Glück gehabt. Jetzt oder geht der? Kann man hier vielleicht irgendwas? Nein, aber wir gehen mal in den Kriechtunnel zum Klo hin. Komm, Sam, schneller. Und dann gucken wir auch direkt nochmal am anderen Kriechtunnel, vorsichtshalber. Man will ja nichts übersehen. Oder wir landen im selben Raum. Das gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man so oder so dahin kommt. Ja, wir landen genau im selben. Wie dunkel ist es jetzt, wenn wir da raus? Ja, es ist schön dunkel. So, der soll sich jetzt bitte verziehen. Nee, das ist nur eine Lampe. Ach Mann, wieso sind hier so viele Wachen? Ich glaube, vorbei komme ich dann nicht, ohne hier irgendwen aufzuschrecken. Schwere Entscheidung. Es ist aber auch so hell hier. Kommt der jetzt rüber zu mir? Ups. Das ist schlecht. Verdammt. Mann, jetzt wollte ich weglaufen. Ich wollte auch eigentlich gar nicht ballern. Bin ich aus Versehen gegen die Maustaste gekommen. Verdammt. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück hier. Und schleiche mich dann irgendwie durch den Vorhang an. Also, es ist hier gerade ganz blöd gelaufen. Raus. Ach, Mist, ey. Kann man den vielleicht irgendwie anlocken, indem man das Licht hier ausmacht? So, würde der andere mal bitte nicht mehr gucken. Dass ich mir den Kollegen hier einfach grabbe. Der ist jetzt auch schon halb am Schlafen.
Von der ermüdend langweiligen Arbeit. So, könnt ihr jetzt bitte einfach nur zurückkommen? Vielen Dank. Müssen wir hier nicht die ganze Zeit so rumstehen. Komm. Ach, jetzt geht er natürlich da hinten hin, wo ich dann nicht bin, ey. Ich liebe diese KI. Also, dafür kann die KI ja nichts, aber... mein Gott. Komm jetzt da weg. Kommt er jetzt hier hin wieder? Nee, der macht... Der niest erstmal. Ich bleib da bestimmt stehen, bis ich dann einmal drum herum gegangen bin, ist er wieder hier. Man kennt es ja. Ja, da kommt er jetzt wieder. Komm, Junge, komm einfach. Das Problem ist, ich kann mich einfach nicht vorbeischleichen, es ist zu hell. Wie lange will der da jetzt noch stehen bleiben? Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach wieder zurück. Und hol ihn mir. Und wahrscheinlich genau dann, wenn ich durch bin, ist er wieder zurückgegangen. So, komm jetzt, Sam. Rein da. Und mach schnell. Mach Wege. Ich will ja noch diesen dämlichen Wachmann kriegen. Komm, hol ihn dir. Ich bin unbewaffnet. Was ist jetzt los? Die Pfeife hat da nichts mitbekommen. Jetzt knocken wir den Zivilisten aus. So, hätten wir das auch geschafft. Bevor der noch am Ende Alarm auslöst. Der ist aufmerksamer als die Wache, der Zivilist. So sollte das natürlich nicht sein. Das heißt, die Wache hat einen Scheißjob gemacht. So, der Zivilist liegt hier noch ziemlich im Hellen. Und dann legen wir ihn jetzt hier ins Dunkle. Zu der Wache. Die andere Wache nehmen wir jetzt auch. Noch mit. Den deswegen hat er es gesehen. Weil er hier ein bisschen ins Licht gefallen ist. Irgendwie habe ich es noch nicht geschafft, ihn zu packen, sonst hätte ich ihn am besten einfach gepackt und mitgenommen. Aber wir können es jetzt nicht mehr ändern. Jetzt schläft er hier gemütlich in seiner Ecke. Gucken wir auch, dass er schön hier im Dunkeln liegt. So, und weiter geht's hier in diesem Gebäude. Wo immer wir jetzt hier landen. Vorsicht. Ja, ich muss immer Auftragsmorden hier. Genau, nein. Da umlegen. Ja, genau. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ja, aber wenn er doch sagt. Auch wieder was. Ja. Südafrikaner. Nein. Nein. Das ist okay. Vorsichtig sein. Ja. Zurück nach New York. Okay. Das Geschäft steht also. Wir können das also nach da umlegen. Ja. Genau. Ach, da sind die. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, aber wenn er doch sagt, auch wieder war. Ja. Südafrikaner. Okay. Nein. Schon verstanden. Nein. Das ist okay.